Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Heute am Mima Mittwoch und am Frifra Freitag erscheint es das neue Album von Bernhard Brink. Der ist heute hier. Hallo. Hallihallo. Richtig, am Freitag geht's rund. Ja, sag mal, immer noch trotzdem ein bisschen aufgeregt? Naja, klar, angespannt ist man immer, weil es ist das 26. Studioalbum und man will natürlich gut aussehen. Und wenn man natürlich darüber nachdenkt und sagt, das ist das sicherlich Beste, was man je gemacht hat, was viele behaupten vom aktuellen Album, aber in dem Falle sage ich es mal mit Fug und Recht, glaube ich, sehr modern. In diesem Moment bin ich der älteste Bernhard Brink, logischerweise, aber so jung war ich noch nie im Sinne von Produktion. Das hat auch damit zu tun, dass ich sehr gute Schreiber habe. Allein ist man nichts. Das große Team, das große Ganze ist wichtig und die Schreiber sind hervorragend. Und der Produzent, der Henning Verlag mit seinem Team, ganz hervorragend. Insofern sind wir sehr gut aufgestellt und ich freue mich darauf, dass es rauskommt. Aber man ist immer gespannt, natürlich logischerweise, wie es ankommt. So, ne? Wollen wir gleich loslegen mit Diamanten? Gerne. Ja, Diamanten, wunderbar. So, ne? 17 kleine Diamanten und hier ist der erste sozusagen. Wie er das wieder auf den Punkt bricht, der Brinki. Also hier ist Diamanten, der Titelsong des neuen Albums. Ab Freitag für Sie auch im Handel, jetzt schon vorbestellbar. Hier ist der Song. Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Diamanten, 17 kleine Diamanten hast du gesagt, Brinki, auf deinem Album. Ich habe gefragt nach der Aufregung. Es ist doch aber so, dass du natürlich eine gewisse Gelassenheit mitbringen kannst. Ich meine, du hast so viel gerissen. Du bist der Letzte der Mohikaner, wenn ich das mal so sage. Ja, es sind natürlich von den Alten gehen leider viele. Und von den Alten, sage ich mal, aus der Hitparadenzeit, Dieter Thomas Heck mit Roland Kaiser, bin ich noch der Jüngste. Das ist so, oder wir beide eben. Und man ist natürlich gelassen in gewisser Weise schon. Die Welt bricht nicht mehr zusammen, nur weil der Brink ein Album macht, oder bricht auch nicht zusammen, wenn das Album jetzt nicht so gut ankommt, was natürlich schade wäre. Mhm. Aber natürlich die gewisse Spannung ist da. Du hast dein Hobby zum Beruf gemacht und bist immer noch gespannt, ob es läuft. Und natürlich will man auch, dass es gut ankommt, ist ja ganz klar. Ja, wenn man es durchhört, merkt man auch, es sind Themen, die die Leute alle ansprechen in allen Generationen, aber du selber, achtest du da persönlich drauf oder ist das dein Team? Du machst dich einfach nicht, Anführungsstriche, lächerlich. Also ja, wir haben jetzt, wenn ich sagen muss, wir haben zum ersten Mal wieder einen richtigen Tisch voll gehabt mit Titeln. Das haben wir lange nicht gehabt. Wir haben immer auch wir in unserem eigenen Saft geschmort und haben mit Leuten geschrieben, tolle junge Leute, die ganz andere Schreiber haben, die ganz andere Texte schreiben. Und jetzt haben wir zum ersten Mal von allen möglichen Seiten Titel bekommen. Also scheinbar ist der Brink doch noch auch in der Branche noch so beliebt, dass sie sagen, bei dem würden wir gerne mal einen Titel platzieren, und hatten so 80 bis 100 Titel auf dem Tisch. Und dann haben wir da ausgesucht und es ist ja so, wenn du so Mitte 60 bist, dann kannst du nicht mehr hingehen. Sie stand am Strand, 17 Jahre, und himmelte mich an. Das ist ja alles Blödsinn. Du musst ja zeitgemäß deine Titel machen. Und da ist zum Beispiel ein Vincent Groß dabei, der mit dem Alexander Stolz zusammengeschrieben hat, Alles ist ewig. Ein ganz anderer mystischer Text, ganz andere Sprache, ganz allgemein. Das kann der Vincent auch gar nicht singen. Für mich ein wunderbarer Titel und insofern habe ich das gerne genommen. Und genauso Diamanten, wir sind zwei Diamanten, ist einfach auf die lange Beziehung mit meiner Ute basierend geschrieben worden von Jungs, und insofern muss ich sagen, passt das alles und das gefällt mir, und da suche ich natürlich auch wunderbar mit aus. Es geht natürlich nichts über den Ladentisch, was der Brink mit abgezeichnet hat, logischerweise, wenn du so lange dabei bist, und insofern ist das organisch und auch die Texte sind wirklich gut und das Team ist einfach klasse, und dann hat es auch Spaß gemacht, mit dem Henning Verlage das einzusingen. Darüber reden wir gleich. Wunderbar. Wollen wir Vincent Groß sehen? Wollen wir den Titel mal hören? Gerne. Was mich vorher noch interessieren würde bei dir, was mir auffällt, du bist frei von jeglicher Stutenbissigkeit, also du hast immer schon eine große Schnauze gehabt, dafür warst du berühmt, aber... Ich sage meine Meinung. Du sagst deine Meinung. Ich habe nicht eine große Schnauze, wenn es sich angepasst ist, aber ich sage meine Meinung. Ja. Aber du bist kein Jungbullenbeißer, wenn ich das überhaupt mal so nicht sage. Überhaupt nicht, weil wenn wir weg sind, dann glaubt man doch nicht, dass, oder wenn ein anderer weg ist, glaubt man doch nicht, dass dann plötzlich automatisch der Brink alles übernimmt, was er da hatte, wenn Roy Black stirbt oder was weiß ich, was da passiert ist im Laufe der letzten Jahrzehnte. Das ist Unsinn. Nein, ich habe ja bei Andrea Berg, war bei mir im Vorprogramm, Matze Reim ist bei mir im Auto, habe ich das verdammt nicht lieblich dem Fernsehproduzenten vorgestellt, weil ich wusste, es ist ein wunderbarer Titel und es ist ja auch so gekommen. Und auch andere, jetzt Sonja Liebing und so, überhaupt nicht. Und Vincent Groß, ich fand den Titel toll, habe ihm gesagt, Alter, das heißt junger Alter, wunderbar, das ist ein toller Titel, den nehme ich auf, das super. Ist ein Hit. Und Bohlen hat dich zum Mucken gefahren. Mega. Ja, genau. So, wir hören jetzt hammermäßig, du, hammermäßig. Er bleibt heute bei uns, ab Freitag für Sie im Handel, dieses Album Diamanten, Bernhard Brink. Musik.
Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Original und Schlager haben wir gehört. Ein echtes Original sitzt mir gegenüber. Ja. Wir sind auch im Fernsehen zu sehen. Guck wir mal. Sind auch im Fernsehen. Wir sind überall. Mein Gott. Ja, ich mache nicht Radio die Kühlschrank-Tür. Ist heute Fernsehen, Fernsehen ist Radio, also alles. Unglaublich. Wahnsinn, ne? Wie sich alles auf Social Media, hat, auch da bist du ja selber aktiv. Muss ja sein. Und so. Das gehört heute alles mit dazu. Das gehört dazu, das macht ja unsere Daniela Jentsch sehr, sehr gut. Die ganze Facebook-Seiten und so weiter. Das Instagram und so. Du musst dich ja da, kannst ja dem nicht verschließen. Die Welt hat sich geändert. Als wir anfingen damals, gab es zwei Programme, ZDF und so weiter, ARD. Und die dritten Programme wurde halt erfunden. Und jetzt heute kannst du ja, glaube ich, 300 Fernsehprogramme anschauen. Und dann natürlich die ganze Veränderung. Das ist schon gewaltig, was da abgegangen ist. Darum ist es auch kein Wunder, dass sich die ganze Branche, der ganze Markt natürlich gewaltig verändert hat. Ja, du hast viele Namen genannt, die mit dir zusammen angefangen haben oder mit dir auch unterwegs waren, ja. Oder ich habe den Gag gemacht, Dieter Bohlen, das stimmt ja wirklich, hat dich zum Mucken gefahren, hat er selber geschrieben. Du bist langfristig, bist du da? Kontinuität. Kontinuität, ja, genau. Und bist da sozusagen jetzt dadurch viel prädestinierter. Also dieser eine Riesenhit wie Marmorstein und Eisenbricht das kann zum, das und kann, dann naja, sein, ist ja auch Deutsch doof, hat natürlich eine wunderbare Zeit erlebt, trotz dieses unglaublichen Erfolgs. Jeder schwärmt ja davon, wenn er so einen Hit hat oder will das auch haben. Nummer eins ein Album oder Nummer eins ein Titel, Single-Titel. Aber das kann auch zum Fluch werden. Es ist bei manchen Kollegen, ich will jetzt keinen Namen nennen, passiert, dass das auch zum Fluch wurde. Bei uns einem lief immer was. Ich habe auch viele Leute da kommen sehen, die dann über mir waren und sind da auf dem Weg nach unten, habe ich sie wieder beobachtet. Ich stand dann irgendwo noch immer da. Das hat sich so ergeben, das kann man auch nicht planen, das hat sich einfach so ergeben, dadurch war auch das zweite Standbein irgendwann logisch mit der Moderation und so habe ich auf beiden Beinen gut stehen können. Ich habe immer gesagt, ich liebe den Sänger, mag den Moderator und kann auf den beiden Beinen gut stehen und heute moderiere ich nach wie vor noch, obwohl ich ja in einem sehr gesetzten Alter inzwischen bin, beim MDR mit großem, wunderbaren Erfolg, die Schlager des Monats und da wollte eben ein kluger Mann einen sehr kompetenten Menschen haben, der das da präsentiert und so bin ich reingerutscht, das freut mich natürlich und dass das gut läuft. Aber der Sänger lebt auch wunderbar mit Auftritten mit Band, bei vielen Events dabei. Und ich glaube, da zahlt sich auch aus, dass ich da aufgepasst habe, dass es immer sehr modern, zeitgemäß produziert wird. Und da liegen wir, glaube ich, ganz gut. Da sind wir bei Henning Verlage. Ja. Das kam ja eigentlich dadurch, dass der Graf irgendwann mal gesagt hat, ich hätte einen Song für dich. Genau. Und dann hörte der Graf auf. Das war 16. Wir haben uns zufällig kennengelernt. Man hat gemerkt, welchen Respekt er hatte vor dieser langen Karriere. Und er hat natürlich auch die Hitparade früher geschaut. Der kannte das aus, 18.45 Uhr Badewanne und dann 19.30 Uhr, hier ist Berlin, hat er auch geguckt und hat deswegen das Gespräch gesucht und wir haben uns blendend verstanden und dann kam er mit diesem wunderbaren Song von Hier bis zur Endlichkeit um die Ecke und das habe ich dann mit dem Henning Verlage produziert und der das ja auch für den Grafen gemacht hat und so ist daraus eine Freundschaft entstanden und natürlich heute produzieren wir wunderbar zusammen. Ja und das klingt ganz, ganz modern. Darauf bin ich auch stolz, dass wirklich wir so modern sind, dass wir zeitgemäß sind und so, egal wie das jetzt läuft, wie es ankommt, aber ich glaube, wir liegen da nicht so ganz falsch. So, ne? Du darfst einen Titel raussuchen. Mach ich gerne. Wollen wir ein Duett machen mal mit einer wunderbaren Nachwuchssängerin, Sonja Liebing, mit der mache ich ja demnächst... Das ist Konkurrenz für dich, die kommt auch am Freitag. Konkurrenz, ja, das ist ja, das Leben ist hammerhart, du. Ne? Aber solange sie so ausschaut, geht das ja noch. Ne? Du hast mich einmal zu oft angesehen. So, ne? Ja, ich meine dich aber jetzt nicht, Michael. Hör Nein, das weiß ich doch. So, aber die hat zwei Kinder und ist verheiratet. Und ja, das auch noch. So, Bernhard Brink und Sonja Liebing, bitteschön, im Duett. Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Der Brinki ist da, der Bernhard Brink. Was mir auffällt, das ist auch so ein Phänomen, außer jetzt im Hotel vielleicht, aber gibt es Menschen, die dich als Herr Brink ansprechen? Also unser Produzent Pascal kam rein und sagt, schön, dass Sie da sind. Ja. Da war ich schon ganz... Das sind die jungen Menschen, guck mal an, die haben noch Anstand. Manche. Da war ich ein bisschen befremdet, weil die Leute draußen sagen, kommt denn der Brinki, kommt denn der Bernhard und so. Ja, ne? Nein, es ist immer mal wieder so, mal so. Jetzt habe ich gerade einen Auftritt gemacht, einen Privatauftritt vor kurzem in Rostock und da wussten nur diese 40, 50 Leute, dass ich da komme und dann waren noch ein paar am Strand, standen da und da waren junge Leute plötzlich und brüllten aus 50 Meter Entfernung, Bernhard! Ja. Also so richtig so kumpelmäßig und haben mich da erkannt scheinbar und haben vielleicht hat jemand mitgekriegt, wie ich da gesoundcheckt habe.
Es ist schon erstaunlich, ja. Es ist natürlich gut. Es ist man natürlich im Moment über die vielen Jahrzehnte sehr präsent. Zurzeit gerade auch wieder viel im Fernsehen zu sehen. Das zahlt sich natürlich in Anführungsstrichen auch aus. Da zahlst du auch einen gewissen Preis für, logischerweise. Aber das finde ich natürlich immer schön. Ich mag das gerne. Und das ist ja auch der Lohn der Arbeit sozusagen, dass du natürlich auch erkannt wirst und dass auch junge Leute heute auf Schlager ganz unverkrampft abfahren. Das sehen wir bei den großen Sendungen von Florian Silbereisen, was da für Publikum ist und so weiter. Und auch bei vielen Veranstaltungen. Die jungen Leute sind ganz unverkrampft mit Schlager. Das war früher mehr so, Nase rümpfen, ist heute nicht mehr so. Auch wenn sie nicht gleich in den Laden gehen und eine CD kaufen, aber sie haben Spaß mit Schlager und das ist ein wirkliches großes Phänomen und dem wollen wir natürlich Rechnung tragen. Diese Live-Arbeit hat euch ja auch über schwere Zeiten getragen, muss man einfach sagen, denn es gab ja Zeiten, wo kaum Platten verkauft wurden, da gab es im Streaming. Das ist heute fast die schlimmste Zeit, weil einfach der Markt hat sich völlig verändert mit Streaming, mit Downloads, haben die Plattenfirmen vor Jahrzehnten schon mit Napster, mit allem verpennt, die CD zu schonen. Die Urheberrechte waren nicht geklärt, deswegen hat das die EU ja gerade nachgebessert für die Autoren, die können kaum noch was verdienen. Ja. Also es ist wirklich ein schwerer Markt geworden, muss man ganz klar sagen. Die Popwelt ist zusammengebrochen, es geht noch über Streaming und die Firmen versuchen sich über diese Umsätze zu retten, die minimal sind, aber das ganze Summe bei großen Umsätzen ist natürlich dann wieder auch eine große, kleine Menge, sage ich mal. Ja. Und da hat sich natürlich vieles getan und insofern, die konservative CD tut sich natürlich sehr, aber sehr schwer. Aber wie gut, dass du eben so ein Tier auf der Bühne bist, wenn ich das mal so sagen darf. Das Live-Geschäft lebt irgendwann total auf. Na, viele können es nicht. Die machen gute Musik im Studio. Das ist eine andere Geschichte. Das natürlich auch natürlich dazu kommt, dass du viel Erfahrung hast und natürlich auch der Zeit entsprechend natürlich dich verändert hast, auch mit dem Programm ein bisschen flapsige Sprüche, ein bisschen einen kleinen Witz machst und auch mal einen Spruch riskierst, wo auch mal sich einer aufregt und andere sagt, fand ich doch riesig. Wir haben telefoniert miteinander. Ja, das ist ja so. Wenn du etwas raustust, dann gibt es auch mal in die Hose. Aber das ist in der heutigen Zeit ja normal. Da kannst du dich auch mal entschuldigen, wenn ich mal wirklich was gemacht habe, was daneben war, bin ich der Erste, der sagt, habe ich gar nicht so gesehen und tut mir leid. So, ne? Wenn man das kann, schon die halbe Miete. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal pauschal für alles, was demnächst kommt. Okay, dann können wir jetzt loslegen. Wir wollen erstmal musikalisch loslegen. Sag mal, was wir hören wollen. Was wollen wir hören? C'est la vie. Ein wunderbarer Song, finde ich, mit der Musette, französisch Paris, Stadt der Liebe. Ja. Wir Deutsch-Franzosen müssen zusammenhalten, machen ja, du schaffst das, wir schaffen das und Macron ja auch. Wunderbar. So, ne? Jetzt, da war es schon das Fettnäpfchen. Bernhard Brink, bitteschön. C'est la vie. Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Bernhard Brink heute hier bei uns. 17 kleine Diamanten, hast du gesagt am Anfang, also wie eine kleine Kette, so ein Schmuckstück. Du bist gar nicht so ein Schmucktyp, ne? Habe ich dich beim Radio B2 Schlager haben wir schon gefragt. Du bist Ich bin weder abergläubisch, dass ich jetzt irgendwo mit links aufstehe und dann sage, ich gehe nur mit dem rechten Fuß auf die Bühne oder sowas. Es geht mir völlig ab, muss ich sagen. Entweder mache ich meinen Job anständig oder es geht mal was in die Hose. Das kann immer passieren, aber das liegt mir sehr fern. Und genauso Schmuck und so ist gar nicht so mein Ding. Ich hatte mal so ein Elefantenhaar, hat mir mal mein Manager Gerd Kämpfe damals mitgebracht. Das habe ich als Glückszwinger auch getragen, bis es kaputt war, wie das so geht. Aber ich bin nicht auch kein Ketten. Ich finde zum Beispiel, wenn ich den Alexander Zverev da immer Tennis spielen sehe und dann hat er diese lange Kette da um den Hals und dann hat er die meisten so beim Aufschlag im Mund plötzlich und so, weil die so rumfliegt, da könnte ich für dich wahnsinnig werden, glaube ich. Aber der braucht das scheinbar. Vielleicht ist da was, was er lutscht oder was. Ich hab keine Ahnung. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne? Du bist überhaupt ein Typ, der sich da wenig über diesen, wenn ich das jetzt so nenne, Pomp zeigt auf der Bühne, meist schwarz, weil es natürlich auch ein bisschen streckt, aber immer recht gediegen. Ja, im Moment brauche ich gar nicht so strecken, weil ich viel Sport gemacht habe. Sieht gut aus. Seit Let's Dance eigentlich hältst du das? Seit Let's Dance, das ist wirklich wahr. Let's Dance war damals ein Startschuss vor 5 Jahren, wo ich so fit war, wie ich schon 20 Jahre war. Nein, aber ich meine damit, du bist auch keiner, der jetzt sagt, oh, ich habe jetzt die neue Jacke und dann sieht man auch, wie teuer sie war. Heute jetzt habe ich ein Cordon Bleu hier, also sozusagen ein blaues Hemd, aber trage auch schon mal letzte Zeit ein bisschen bunter, aber ich trage sehr gern schwarz, da gebe ich dir recht. Und das mache ich gerne, weil man sieht auch Schwitzflecken dann nicht so wie beim weißen Hemd und so weiter. Und das kommt doch an, wo ich bin, was ich mache. Da trage ich gerne schwarz. Ja, okay. Für alle Fälle vorbereitet. So, ich bin abgeschweift, Herr Moderator? Abgeschweift. Okay. Weggeschweift. Weggestriffen. Von den 17 Diamanten. Ich habe das Ding ja mal durchgehört. Ja, ich du warst das. Vorfeld zugeschickt bekommen. Und strafe mich lügen, sonst bei Alben ist es immer so, wir haben 4, 5 Nummern, die sind hitverdächtig, singleverdächtig und dann immer so ein paar Füllnummern noch mit drauf, um das Album voll zu kriegen, damit es auch in der Quantität... Hoffentlich sagst du jetzt das Richtige.
Ich sage an dieser Stelle, das klingt hier wirklich, als wenn hier nur Singles drauf sind. Würde ich auch nicht widersprechen. Also ich habe meistens so einen Song gehabt, wo du bei einer Platte früher die Nadel hochgehoben hast, hast du hinten wieder draufgesetzt. Die Kompromisse sagst, sozusagen. Ja, und das ist bei diesem Album wirklich nicht passiert. Es ist wirklich so, dass selbst ein Lied, wo ich sage, ich werde nicht verraten, welches es ist, wo ich das sagte, oh nee, das gefällt mir nicht so, das aber so gut produziert ist, inzwischen mir auch sogar einigermaßen gefällt. Aber wollen wir das jetzt spielen? Ja, nein, nein, das machen wir nicht. Ich nenne das Lied auch nicht, aber, okay. Aber grundsätzlich, bei dem Album ist es wirklich so, da kannst du wirklich 8, 9, 10 Dinge auskoppeln. Eins ist ja schon, mein Herz schaut mich fragend an, ist ja schon gelaufen, wo wir ein bisschen Stress hatten mit dem Text. Es ist kein Konzeptalbum, aber man kann es in einem Flutsch durchhören. Es ist wirklich organisch wunderbar. Nächster Titel. Da würde ich sagen, wenn irgendwann zu spät ist, von Jörg Bausch geschrieben, da habe ich Jörg gesagt, Jörg, auch so ein Thema, wo du sagst, ich lasse auch junge Schreiber ran, Leute. Sag ich, Jörg, ein toller Titel, den werde ich aufnehmen und was daraus wird, werden wir sehen. Tolles Lied. Auch ein toller Typ, muss ich sagen. Nimmt auch seine Sachen so in die Hand, rührt was, rockt was, finde ich gut. Machen wir jetzt. Bernhard Brink, eine Runde können wir gleich noch reden, einen Titel können wir noch hören. Am Freitag erscheint das Album, Diamanten. Hier ist Radio W2, hier ist Deutschland, Schlagerradio. Bernhard Brink hier bei uns, Diamanten. Am Freitag erscheint das Album. Ja. Jetzt bist du nicht mehr so verrückt, dass du Freitag früh aufstehst und sofort am iPhone guckst, wie es sich... Nein, das kannst du nicht. Ich habe auch Freitag gut zu tun, muss ich sagen. Wir sind jetzt auf Klappertour sozusagen mit Sendereise, mit Centertour, mit allem, was da kommt. Dann haben wir am Donnerstag jetzt haben wir noch einen Showcase beim Kollegen von einem anderen Sender, hat sich so ergeben. Und mit Band und so weiter, wo wir alles vorstellen. Dann ist Freitag noch Radiopromo, dann Centertour, wie gesagt. Und Samstag ist dann noch ein großer Auftrittstag hier in Berlin wieder. Und noch in Altwarp. Also wirklich gut zu tun, viel unterwegs, ja. Gut, so kommst du nicht zum Nachdenken. Gar nicht zum Nachdenken, ja, genau. Allerdings muss man natürlich auch in einem gewissen Alter immer mehr, ich weiß ja, wovon ich rede, auf die eigene Gesundheit vollkommen richtig achten. Und wir haben uns ja ganz kurz unterhalten beim Radio B2 Schlagerhammer auch über Costa Cordalis. Toll, plötzlich haut es, dieser Mann, der immer so strotzte, der noch im Dschungelcamp, hast du gedacht, der stirbt nie. So ungefähr, ja. Na? Udo Jürgens war so einer, wo ich dachte, der steht mit 19 auf der Bühne. So, ne, fällt plötzlich Costa war einer, mit dem ich ja gejoggt bin bei vielen Gelegenheiten, bei Tourneen, habe viel erlebt zusammen. Und Costa war für mich auch so ein Asket, immer so ein totaler sportiver Typ. Und hat sich immer gefreut, wenn ich im Regen sogar gejoggen war, sagt er, Bernhard, richtig so, wie Costa so ruhig, ruhte so in sich. Und da hat mich auch sehr gewundert, dass er plötzlich krank war. Man hat auch nichts mitbekommen. Und ich habe dann sogar eine SMS noch von ihm bekommen, weil ich gehört habe, dass ihm nicht so gut ging. Habe ich ihm eine SMS geschrieben. Und da kam eine Antwort Wochen später. Da war er im Krankenhaus. Und Bernie, danke dir für die SMS, geht viel besser. Und plötzlich hörte ich das. Also da war ich wirklich sehr, sehr erschüttert. Also die Einstellung kommt natürlich näher. Altersbedingt logischerweise. Bleibt nicht aus. Aber du musst natürlich darauf achten, das tue ich auch und nehme auch meine Auszeiten. Also zu viel darf auch nicht werden. Was ich gerne von dir wissen will, es ist ja ein Phänomen, was wir im Radio, und du bist ja auch Moderator, machst Fernsehsendungen und so weiter, Erinnerungen auch. Ja. Es ist ein Kuriosum, dass zum Beispiel jemand wie Roy Black eine unheimliche Präsenz noch hat, so viele Jahre nach seinem Tod. Während jemand anders, der ein super Live-Künstler war, den du auch gut kennengelernt hast, Rex Gildo, plötzlich sehr vergessen ist. Ja, das kann man auch gar nicht erklären. Also ich meine, wir sind jetzt beide, glaube ich, ist ja schon, Rex ist ja gestorben, ist jetzt, glaube ich, 15 Jahre her und Roy war, glaube ich, 90, ne? Das ist schon 29 Jahre her. Ja, ja. Das kann man auch gar nicht, ich glaube, Roy war ja auch so ein bisschen Menschenverachter. Ich war mit ihm auf Tournee und der hat gar nicht gemerkt, gar nicht wahrhaben wollen, wie die Menschen ihn geliebt haben, die Älteren auch besonders. Und das war schon ein Phänomen. Ja, das ist, warum das so ist. Ich habe eine Gedenksendung gemacht auf Rex Gildo dann, damals beim MDR, wirklich eine unheimlich schöne Geschichte, weil ich habe den Kerl sehr gut leiden können. Ja. Wir haben unglaublich viel mit ihm gelacht und wegen ihm. Roy war einfach ein bisschen anders drauf. Der war einfach, der war von ein paar Menschen so wirklich enttäuscht worden, dass er ein bisschen menschenverachtend wurde. Aber der war auf seine Art auch nicht verkehrt und er hat immer verzweifelt. Man hat seine Stimme immer erkannt. Roy war so ganz in weiß mit einem, der hätte auch einen Rock'n'Roll-Deal. Rock'n'Roll ist immer, der wäre immer Roy Black gewesen. Dauernd hat er ein bisschen gelitten unter der Stimme, aber der war so beliebt, also unglaublich. Aber warum nun der eine mehr gefeiert wird im Nachhinein, Jahrzehnte später, als der andere, das kann ich gar nicht erklären. Wie möchtest du irgendwann mal, lass uns das und ganz viel. Aber wie möchtest du? Jetzt kommst du auf den Titel auf Nummer 15, glaube ich, dieser Ich halte deine Hand. Der sehr schön ist. Ja, der ist eine wunderbare Ballade. Aber sag mir, wie du in der Erinnerung der Menschen bleiben möchtest. Nach dem Motto Leben und Leben lassen ist mein Lebensmotto und er hat gelebt auf jeden Fall.
was, ich mache mir keine Gedanken drüber, die Leute machen sowieso, was sie wollen, denken über jemanden, was sie wollen, wird auch vieles dummes Zeug manchmal geredet, über wen auch immer. Und insofern, ich glaube, das ist einfach, wir sind alle austauschbar. Irgendwann ist es vorbei und die Einstellungen kommen, wie gesagt, näher, aber dann hoffentlich haben manche Leute sagen, Mensch, der hat, konnte richtig singen, der konnte sein Geschäft, weil es, ich bin nicht mehr manchmal verzweifelt, was alles auf die Bühne geht. Wenn ich habe gelernt in der früheren Zeit, wenn man auf die Bühne geht und singt, dann sollte man singen können. Und wenn man moderiert, dann sollte man der deutschen Sprache mächtig sein oder besser gesagt in der Sprache, der man da moderiert. Und das beherzigen nicht alle. Der Markt hat sich sehr verändert und ich hoffe, dass die Leute mich in einigermaßen vernünftiger, profihafter Image sozusagen in Erinnerung behalten. Ja. So, ne? So wollen wir das auch haben. Und wenn ich dich ansage, ne, dann haben wir beides. Einen guten Sänger und einen guten Moderator. Zum Beispiel. Auf den Punkt gebracht. Sind wir schon zu viert. Brinki, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Toi, 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 für Freitag, wenn das Album kommt. Dieses Lied hören wir jetzt tatsächlich, ja. Weil du auch sehr schöne, besinnliche Momente hast. Ich mag das sehr. Ich liebe ja Balladen. Aber du kannst im Radio heute mit Balladen nicht mehr viel reißen. Das weiß man. Das ist nicht ganz einfach. Es ist einfach leichter mit rhythmischen Sachen, weil die Leute das mehr einsetzen. Aber manchmal ist es schön, auch zuzuhören. Unbedingt, das gehört dazu. Das ist mein Ding. Hören wir jetzt. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss. Ebenso. Ciao, ciao, tschüss. Danke.